Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Wir sehen hier, wir haben heute eine Kurslücke. Es ist der Dienstag, der 24. Mai. Das ist die Lücke hier. Von hier aus bis dorthin von 131 Punkten. Wo platzieren wir die erste Box? Die platzieren wir direkt bei der 1400. Erst einmal Big Number. Wir blicken einmal in diese Blue Boxen. 22, 22er gestern hier. Das waren die, die man hätte traden können. Wir blicken einmal auf die Vola Boxen. So, wo kommt die Vola-Box rein? Bei 40.050, also bei dem Niveau, wo wir uns aktuell befinden. Und wir sehen ja auch gestern hier die Bewegung, die wir teilweise ja vormittags getradet haben. Am Nachmittag gab es auch den einen oder anderen guten Trade. Wir blicken einmal auf MTX. Da gibt es nichts Neues, außer dass wir die blaue Sonne hier haben für einen Konter in Richtung Gap Closing. Und jetzt gehen wir einmal in die Marktübersicht, fangen an bei Bitcoin. Und da sehen wir schon die letzten Tage, da hat sich überhaupt nichts getan. Der bleibt bei den 29.000, 30.000 irgendwie kleben. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long. Nächster Markt ist dann hier Dow Jones. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. S&P 500, Daily Short. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 und 5 auch Short. Nasdaq, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30, 15 und 5 Minuten auch Short. Öl, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Gold, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Und DAX 40, Daily plus minus, 4 Stunden Long, Stunde liegt der Haut 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Und wir sehen hier von dem gestrigen Tag die Unterstützung Gap Closing gestern gewesen. Wir hatten gestern eine Trading Range von ca. 203 Zähler. Das war also hier im DAX die Range. Davor am Freitag sehen wir es. Wir mehr Bewegung am Freitag hatten wir circa 300, am Donnerstag wieder mal rüber. Hatten wir da hier das Tief, hier das Hoch,
Auch 300, also 300, 300 und dann gestern hier 200. Das war Donnerstag, Mittwoch und letzte Woche Dienstag. Ja, auch 300, also. Schauen wir mal jetzt von gestern die Unterstützung von den Freitag, das Tief lag bei 13.852. Und hier das Tief bei 13.681. Gut, dann wünsche ich uns gutes Gelingen und Maurice ist schon da. Good morning, Maurice. How are you? Hallo, hallo. Guten Morgen zusammen. Good morning, everyone. Happy So, how Tuesday. are you? How are you? Fine. Top fit. Top fit. Ja. Sehr gut, sehr gut. Was macht Gold? Hast du Gold gestern gelöst? Nein, habe ich gar nichts. Immer Was noch. ist denn mit Goldfinger? Goldfinger. Also wir müssen warten. Also wir sind in der Mitte von unserer Hedge. Also Hedge Trade Okay. einmal da und einmal hier. Wir sind long im ersten Trade. 14.007. Erster Big Number Trade. Habe ich auch platziert. War heute große Gap, ne? So, wir stehen kurz vor dem ersten Landeanflug. Trade Nummer 1. 10 Minuten noch bis zur Markteröffnung. Und wir sind raus. Ich verabschiede mich bei den YouTubern. Das müsste 1101 Trade Nummer sein. Wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter und ich platziere dann jetzt nochmal die Big Number 14.400 und bis morgen. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.